Rothaus steht für Heimat, für Tradition, aber für Moderne. Und das schon seit 1791. Wir verwenden ausschließlich regionale Rohstoffe, sehr hohe Qualität in unseren eigenen Quellen, haben aber auch ein eigenes Brauverfahren und das gepaart mit modernster Technik. Das macht Rothaus natürlich aus, gar keine Frage. Und natürlich sind wir sehr, sehr lange gemeinsam unterwegs und sehr freundschaftlich auch miteinander verbunden. Deswegen versteht man sich. Aber ganz wichtig ist auch, dass wir bei Rothaus genau wissen, was und wie wir es wollen. Und dann brauchen wir jemanden, der es versteht. Und das macht Chabot mit uns in der Partnerschaft sehr wertvoll. Ja, das ist ja ein Großprojekt für uns gewesen, das größte Einzelprojekt eigentlich in der Geschichte von Rothaus. Dass wir diese Rosinen aus den einzelnen Anlagenbauern rauspicken können und Chabot auch die Prozessleitsysteme mit uns gemeinsam verknüpfen kann. Das war genau wichtig und das kann Chabot sehr gut. Chabot deshalb, weil sie eben genau diese Verknüpfung hinbekommen können. Und diese Ingenieursleistung der Planung, die kann Chabot sehr, sehr gut. Wir haben aus diesem einen Gesamtprojekt, können wir eigentlich das Ganze in drei Teilprojekte unterteilen. Diese drei Teilprojekte sind einmal natürlich die Abfüllanlage 4, auf der anderen Seite vorgeschaltet natürlich die Sortieranlage, ein großes Projekt. Und ganz wichtig, nicht zu unterschätzen, diese logistische Anbindung zwischen den Anlagen und unserer zentralen logistischen Verladung, Abladung. Die große Herausforderung für uns war eigentlich die Sortieranlage. Weil Sortieranlagen sind keine Standardanlagen im klassischen Sinne wie jetzt Abfüllanlagen, sondern ich habe auch in Deutschland noch nie eine Sortieranlage gesehen, die wie die andere ausgesehen hat oder funktioniert hat. Ganz wichtig war auch eben diese platzsparende Lösung auch zu finden. Denn wir mussten ja zwei ganz fremde Anlagen miteinander verbinden und das in einem Bestandsobjekt, das heißt in einem laufenden Betrieb. Und das haben wir sehr gut geschafft mit Chabot gemeinsam. Gleichzeitig wollten wir, dass der Pasteur auch für die bestehende Anlage genutzt werden konnte. Das war auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, wo aber meiner Ansicht nach sehr gut gelöst worden ist. Das Projekt selber hat insgesamt eine Dauer alleine bei Abfüllanlage von einem Jahr als Forecast ungefähr. Und wir sind jetzt nach 8 Monaten aber schon in einer sehr, sehr hohen Auslastungsquote. Wir liegen schon bei 80%. Das ist sehr, sehr schnell und das hilft uns sehr, weil wir jetzt im Sommer wieder viel Bier verkaufen und dann hilft es uns, wenn wir schon die Anlagen gut laufen. Wenn man bedenkt, die Anlage läuft noch kein Jahr, ist das ein enormer Wert. Das ist natürlich der Sache geschuldet, dass wir in die Abfüllanlagen derzeit nur noch sortiertes Leergut reinbringen. Und das bringt natürlich enorme Laufsicherheit in den Anlagen. Ich muss sagen, Hut ab, das war sehr gute Arbeit, die hier abgeliefert worden ist seitens Chabot, sowohl vor Ort wie auch innerhalb der Firma. Well done. Erfolg. Mein Dank gilt dann deswegen nochmal an Michael und Philipp insbesondere, mit denen ich sehr viel zusammengearbeitet habe und ich mich auch freue auf die nächsten Projekte.